Yo, was geht ab, Friends? Herzlich willkommen zu einem weiteren und heute einem ganz besonderen Review-Video, denn wir schauen uns heute einen Schuh an, den wir in der Art auf diesem Channel noch nicht gesehen haben. Der Schuh kommt in dem mit Abstand größten Schuhkarton, den ich jetzt besitze, in einem recht schlichten Schwarz gehalten. Rick Owens, Doc Martens, den Print haben wir auf allen Seiten des Kartons, bis auf die Seite, wo wir natürlich die ganzen Labels haben. Und wenn wir den Schuhkarton dann aufmachen, dann kommt uns einer der krassesten Schuhe entgegen, die ich jetzt besitze, und zwar der Rick Owens Doc Martens Mega Lacefoot. Lass uns einen genaueren Blick auf den Schuh selbst werfen, und ich weiß gar nicht genau, wo ich da anfangen soll. Das große Highlight sind natürlich die Schnürsenkel, ist die Schnürung. Die Schnürsenkel sind gefühlte 10 Meter lang, aber einfach insane krass umgesetzt, was dem Schuh eine extrem einzigartige Optik verleiht. Auch das ganze Material ist wirklich unfassbar hochwertig. Natürlich jetzt nicht so hochwertig wie bei dem Rick Owens Schuh, der 1000 Euro kostet. Aber das Leder fühlt sich wirklich schon sehr, sehr weich an, fühlt sich richtig gut an in der Hand. Und overall muss ich sagen, wirklich ein unfassbar krasser Schuh, der auch qualitativ auf einem ganz anderen Level sind als irgendwelche Nikes oder irgendwelche Yeezys, über die wir sonst hier auf dem Kanal sprechen. Aber da kommen wir schon zum Thema, der Preis ist natürlich auch ein ganz anderer als bei irgendwelchen Jordans, irgendwelchen Nikes. Denn wir liegen hier bei 350 Euro Retail. Der Schuh kam schon vor einem Monat raus, am 8. Februar, und ich habe den Release damals echt verschlafen. Aber dann habe ich ein bisschen recherchiert und irgendwo, ich glaube, auf TikTok war es, hat jemand geschrieben, dass man bei allen Shops mal die Augen offen halten sollte. Hin und wieder kommt da mal wieder eine Size rein. Und ich war unfassbar lucky bei dem Schuh, denn bei 4 Amsterdam kam genau eine Größe, meine Größe, in genau einer Menge wieder rein. Und ich konnte mit Newsletter-Gutschein sogar noch 10% sparen. Dementsprechend habe ich mit Shipping am Ende nur knapp 325 Euro bezahlt für einen Schuh, der 350 Euro Retail kostet und im Resell irgendwo zwischen 450 und 500 Euro aktuell liegt. Also das war, glaube ich, einer der krassesten Schnapper bei einem Shop, die ich je gemacht habe, für einen Schuh, für einen Boot, den ich unbedingt haben wollte. Was das Sizing vom Schuh angeht, schwieriges Thema, denn der Schuh fällt recht groß aus. Wenn ich mich mal zum Vergleich einen Desert Boot daneben halte, der Desert Boot ist in einer 43, das hier ist eine 42, und wenn ich den daneben halte, dann seht ihr, dass der Rick Owens Doc Martens Boot schon deutlich größer ist, was das Sizing auch echt schwierig macht. Denn ich würde euch empfehlen, wenn ihr Bock auf den Schuh habt, und es kommen tatsächlich immer wieder hier und da Sizes rein. Heute Morgen war bei Doc Martens selbst noch kurz eine 41 und eine 38 wieder verfügbar. Von daher, wenn der Schuh für euch interessant ist, dann haltet da mal bei allen Shops die Augen offen. Ihr habt wirklich die Chance, den noch für Retail zu bekommen. Denn hin und wieder kommen tatsächlich immer noch vereinzelte Mengen zurück in die Shops. Aber was das Sizing angeht, würde ich euch da empfehlen, eine Nummer runter zu gehen. Ich weiß nicht, ob mir eine 41 besser gepasst hätte. Ich habe mir hier jetzt noch eine Einlegesohle zusätzlich reingelegt und damit findet ihr mir perfekt. Ich weiß nicht, ob eine 41 ohne extra Sohle jetzt besser bei mir gepasst hätte. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, denn so wie der Schuh jetzt ist mit noch einer zusätzlichen dünnen Einlegesohle, findet er mir wirklich absolut perfekt. Der große Nachteil an dem Schuh ist dann natürlich irgendwo der Preis, wobei ich sagen muss, 350 Euro für einen Rick Owens Schuh ist dann wiederum recht günstig, denn die meisten Rick Owens Schuhe liegen irgendwo um die 1000 Euro oder auch weit darüber. Deswegen gibt es ja auch die Doc Martens Rick Owens Collaborations, die sich dann nicht nur von der Qualität, sondern auch vom Preis irgendwo in der Mitte treffen, sodass es für die breitere Masse bezahlbar wird. Denn ich glaube, die wenigsten, die dieses Video schauen, könnten sich diverse Rick Owens Schuhe für 1200 Euro kaufen. Von daher 350 Euro natürlich irgendwo ein Nachteil, was den Schuh recht teuer macht. Aber andersrum, für den Rick Owens Boot und vor allem für den Rick Owens Boot in so einer crazy einzigartigen Optik, dann Preis, der dafür eigentlich völlig klar geht. Wie ihr schon gesehen habt, war ich mit dem Schuh jetzt auch schon ein paar Meter unterwegs und kann euch dementsprechend sagen, dass der Schuh wirklich bequem ist. Natürlich ist nicht vergleichbar mit einem sportlichen Schuh Richtung New Balance, Richtung Essex, aber ist natürlich auch eine ganz andere Art von Schuh. Ist kein Sneaker, es ist ein Boot mit einem wirklich unfassbar weichen Leder, was sich auch in der Hand richtig, richtig gut anfühlt. Und dementsprechend fühlt sich auch der Tragekomfort an. Also da gibt es wirklich gar nichts auszusetzen. Ist natürlich ein ganz anderes Gefühl am Fuß, als wenn ihr jetzt irgendeinen dünnen Sneaker tragt, weil ihr wirklich einen Boot habt, der auch allein schon deutlich schwerer ist, aber euch natürlich auf der anderen Seite auch mal gute 4-5 cm größer macht als ein regulärer, normaler Sneaker. Von daher, von der Qualität, vom Tragekomfort, für den aber auch ein bisschen höheren Preis gibt es da wirklich gar nichts zu meckern.
Also nochmal zusammengefasst, ein unfassbar krasser Schuh. Allein die Optik ist in meinen Augen schon die 350 Euro Retail wert. Ob man für den Schuh, wenn man jetzt nicht irgendwie warten will, ob hier und da nochmal eine Size reinkommt, 450 bis 500 Euro Resale bezahlen will, ist eine andere Frage. Aber für den Retailpreis von 350 Euro geht das in meinen Augen hundertprozentig klar. Und ist der Schuh, ist der Boot in meinen Augen auch einfach eine 10 von 10, denn die Optik ist wirklich geisteskrank. Ob man den Schuh jetzt so trägt, dass eine Hose drauf liegt und man eben diese ganze Schnürung sehen kann oder mit einer breiten Hose drüber und vorne nur der Teil sichtbar ist, es verleiht einfach einen unfassbar edlen, unfassbar einzigartigen Look und dementsprechend in meinen Augen wirklich die 350 Euro eine 10 von 10 komplett wert. Und damit kommen wir schon zum Ende des Videos. Ich bin wirklich unfassbar happy, dass ich den Schuh noch bekommen habe. Wer von euch sich jetzt denkt, ey, den muss ich auch unbedingt haben, dann kopiert euch den Namen vom Schuh aus dem Videotitel raus, fügt den bei Google ein, schaut wirklich bei jedem Shop vorbei, also scrollt wirklich auch eine ganze Ecke runter und dann werdet ihr vielleicht bei dem einen oder anderen Shop nochmal eure Größe finden. Ich habe die letzten Tage auch mal reingeguckt. Wie gesagt, heute Morgen kam bei Doc Martens noch eine 41 wieder rein, eine 38 wieder rein, eine UK 6,5, eine UK 6. Findet man eigentlich auch hin und wieder bei dem einen oder anderen Shop. Bei den großen Größten, wer jetzt von euch irgendwie eine 46, 47 hat, stelle ich es mir schon schwerer vor, aber auch da, schaut einfach mal rein, mit ein bisschen Glück könnt ihr den Schuh tatsächlich noch für Retail bekommen. Ich war auch skeptisch, aber ihr seht, die Chance besteht tatsächlich. Schreibt mir bitte mal eure Meinung zu dem Schuh in die Kommentare, weil das eine Art Schuh ist, über die wir auf diesem Kanal noch gar nicht gesprochen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Liken, vielen Dank fürs Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. In dem Sinne, haut rein!